Ja, hallo meine Lieben und Freunde und solche, die es noch werden wollen von Geoleben TV. Passend zur Zeit ein sehr, sehr spannendes Heilmittel, um das es sich heute drehen wird. Sogar Jesus vor nun knapp 2020 Jahren hat dieses Geschenk von den Heiligen Drei Königen schon bekommen. Und grundsätzlich wird der Weihrauch, um den es in diesem Video eben geht, auch in der katholischen Kirche zum Räuchern verwendet. Doch in diesem Video geht es natürlich weniger um die mystische bzw. religiöse Wirkung des Weihrauchs, sondern natürlich mehr um die medizinische. Und was der Weihrauch auch in dem Falle alles kann, außer dass man damit Kirchen und sonstige Räume ausräuchert, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, ganz eng verwandt mit der Myrrhe ist der Weihrauch und wird in der heißesten Jahreszeit geerntet. Die bekannteste Art ist die Boswellia serrata und es handelt sich dabei um den indischen Weihrauch. Der indische Weihrauch spielt bei der Räucherung keine große Rolle, ist aber die wichtigste Art in der medizinischen Anwendung. Sie ist die einzige Weihrauchart, die im Arzneibuch gelistet ist und dementsprechend nach Qualitätsprüfung in der Apotheke arzneilichen und damit therapeutischen Zwecken zugeführt werden kann. Mit tiefen Schnitten wird die Rinde der Weihrauchbäume eingeritzt. Ein Balsam tritt heraus, der dann eben an der Luft zu Harz erhärtet. Und der teuerste und medizinisch einsetzbare Weihrauch kommt, wie eben schon erwähnt, aus Indien. Er wird ganz besonders in der ayurvedischen Medizin eben verwendet und hat dort als Entzündungshemmer sehr, sehr hohen Stellenwert. Der Weihrauch enthält die Boswelliasäuren, die den Teil eben der weißen Blutkörperchen blockieren, die eben für chronische Entzündungen verantwortlich gemacht werden. Die wirkungsvollsten Substanzen sind eben die Boswelliasäuren und sind die am häufigsten vorkommenden Säuren im Weihrauchharz. Sie sind sehr spezifisch für die Weihrauchpflanze, was heißt, dass sie nur in dieser Pflanze vorkommen. Die Boswelliasäuren machen so circa 35 bis 50% des gesamten Harzes im Weihrauch aus, also nicht ganz so wenig, meine Lieben. Und die anderen Harzsäuren sind weniger erforscht, doch ist auch eben schon bewiesen, dass auch diese Säuren maßgeblich an der entzündungshemmenden Wirkung beteiligt sind. Das ist so dieser berühmte Entourage-Effekt, wie wir bei der CBD, beim CBD-Öl eben auch schon gehört und gesehen haben. Weiter gibt es eben die sogenannten Neutralbestandteile wie den Terpenen, welche auch für den typischen Geruch und eben auch die Klebrigkeit verantwortlich sind. Deutsche Forscher fanden auch heraus, dass der Weihrauch deshalb bei schweren Krankheiten wie bei der chronischen Darmentzündung, Morbus Crohn oder bei multipler Sklerose helfen könnte. Doch ist der Weihrauch eben als Arzneimittel in Deutschland, auch in Österreich, nicht zugelassen, nur eben als Nahrungsergänzungsmittel und es fehlen natürlich noch klinische Studien, aber es gibt eben schon sehr viele konkrete Hinweise, dass eben die Inhaltsstoffe der Pflanze so stark entzündungshemmend wirken wie Cortison. Ja, meine Lieben, und wenn hier eben auch die Pharmaindustrie schon aufgesprungen ist, dann ist meistens was dran an der Wirkung. Eine israelische Forschergruppe beschäftigt sich eben auch schon seit einiger Zeit mit den zwei Substanzen Incensol und Incensolacetat. Diese gehören zu den Neutralbestandteilen und die Forschungsarbeiten konnten eben zeigen, dass diese beiden Substanzen sowohl entzündungshemmende als auch psychoaktive Wirkungen besitzen, was auch bei einem guten Einsatzgebiet wie bei Depressionen hier natürlich von Vorteil ist. Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass der Weihrauch eine entzündungshemmende Wirkung aufweist und deshalb in diesem Bereich die meiste Wirkung eben auch hat. Naturstoffgemische, um die es sich beim Weihrauchextrakten eben ja handelt, wirken oft auf unterschiedlichen Ebenen. So können zum Beispiel mehrere Enzyme von unterschiedlichen Inhaltsstoffen gehemmt werden. Zum Beispiel können eben die Boswelliasäuren aus dem Weihrauch das Nachbilden der Entzündungsmediatoren unterbinden, welche eben für Gelenksentzündungen verantwortlich gemacht werden. Eine andere Richtung, in der Weihrauch eben Wirkung zeigt, ist die Wachstumshemmung von Tumorgewebe. Ja. Ein Angriffspunkt kann die Hemmung der Krebszell- oder der Krebszellzellvermehrung durch die Enzyme Kinasen bewirken. Ein weiterer ist die Hemmung des Enzyms
Topoisomerase, ja, welches beim Kopiervorgang des Erbguts benötigt wird. Und außerdem haben die Extrakte einen Einfluss auf die Enzyme Caspasen, die den programmierten Zelltod, also die Apoptose der Tumorzelle, verursachen könnten. Also hier ist doch ein gewaltiges Potenzial, meine Lieben, hier dabei zu erkennen, auf das ich persönlich nicht verzichten möchte. CBD-Öl und Weihrauch sind hier ein sehr, sehr starkes Mittel eben bei Tumoren, was ich eben auch schon gezeigt habe bei dem Interview mit einem Hirntumor-Patienten, der eben CBD-Öl mit Weihrauch kombiniert hat und seinen Hirntumor eben geheilt hat. Ja, weitere Einsatzgebiete sind eben auch bei Darmproblemen, bei Darmentzündungen ist Weihrauch in Kombination auch mit der Myrrhe sehr, sehr zu empfehlen. Myrrhe sorgt eben dafür, dass sich die Darmschleimhäute entspannen können und Krämpfe können eben dadurch verhindert werden und so ist eine Heilung natürlich wesentlich angenehmer. Auch bei Hirntumoren hilft Weihrauch die Ödeme, welche sich bei der klassischen Behandlung von Hirntumoren gerne bilden, eben diese zu verdrängen, was natürlich unglaublich hilfreich ist, da dadurch erreicht werden kann, dass eben Gedächtnisverlust, rasende Kopfschmerzen, Sprachstörungen, motorische Beeinträchtigungen vermieden werden können, die eben hier durch diese Ödeme zusätzlich eben auch auftreten. Ob Weihrauch nun direkt auf die Tumore geht, ist natürlich ein großes Fragezeichen, keine Sache, aber hier würde ich auf jeden Fall Weihrauch eben mit CBD-Öl zum Beispiel kombinieren, wenn eben Krebs hier eben zu bekämpfen ist. Ja, auch bei Asthma und Bronchitis gibt Weihrauch durch eine Pilotstudie in Tübingen schon große Hoffnungen. Weiter wird Weihrauch mittlerweile auch bei Depression, wie schon vorher erwähnt, sowie bei Konzentrationsstörungen eben auch eingesetzt, weil eben auch hier diese psychoaktive Wirkung vorhanden ist. Und da Entzündungen oft schon beginnen, bevor man überhaupt ein Symptom erkennt, macht natürlich auch die vorbeugende Einnahme auf jeden Fall Sinn. Grundsätzlich kann Weihrauch nicht überdosiert werden. Natürlich, wenn man Unmengen auf einmal nimmt, dann kann schon passieren, dass es einem davon schlecht wird oder was auch immer, dass der Körper darauf reagiert. Aber überdosieren ist eher laut Literatur jetzt nicht wirklich so möglich. Ja, vorbeugend eben hier prophylaktisch sollten so am Tag 1600 Milligramm täglich empfohlen werden, dann werden alle möglichen Entzündungsherde hier wahrscheinlich eben schon vorab eben ausgemerzt. Und für andere therapeutische Zwecke, natürlich bei anderen Krankheiten, muss man natürlich in dem Falle selber auch viel ausprobieren und experimentieren und sich natürlich schön langsam an größere Mengen rantasten, wenn man hier wirklich auch schwere Krankheiten mit bekämpfen möchte. Ja, meine Lieben, auch Weihrauch scheint ein ganz, ganz großes Potenzial zu haben. Ähnlich fast wie CBD-Öl, meine ich fast. Und wir können gespannt sein, was da noch alles auf uns zukommt und passiert. Ja, und in dem Sinne, bleibt mir oder werdet einfach gesund. Das ist, wie ihr wisst, das Wichtigste. Ansonsten lasst mir einen Daumen oder mehrere hoch. Da schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schaut natürlich auch in die Infobox, da habe ich auch die von mir empfohlenen Weihrauchkapseln mit verlinkt. Abonniert meinen Kanal und drückt natürlich auf das Glöckchen, so erfährst du natürlich immer wieder, wenn ich ein Video neu hochgeladen habe. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen. Alles, alles Liebe, ciao, tschüss und servus, euer Gio. Wir sehen uns beim nächsten Video.